Man kann natürlich auch basierend auf Halbleitern Temperaturen messen. Ein Weg wäre zum Beispiel Spreading Resistance. Was bedeutet das? Man nimmt sich einen Block Silizium und dotiert ihn irgendwie. Diese Dotierung, die hat natürlich einen erheblichen Einfluss drauf, wie gut das Material leitet. Was aber natürlich auch einen Einfluss drauf hat, wie dieser Siliziumteil hier leitet, ist ganz einfach die Temperatur natürlich. Je wärmer ich das mache, desto mehr Störstellen werden vielleicht erzeugt oder werden frei, können sich bewegen. Die Leitung verbessert oder verschlechtert sich. Und das Schöne ist jetzt, nachdem man das hier dotieren kann, ist das ein sehr, sehr definiertes Verhalten, beziehungsweise ein Verhalten, das man selber sehr, sehr gut festlegen kann, sodass man dann einfach hergehen kann und zum Beispiel zwei Elektroden oben und unten anbringen kann, den Widerstand messen kann von diesem System und aufgrund der Materialeigenschaften auf die Temperatur schließen kann. Was hat das für eine Temperaturabhängigkeit? Sehr ähnlich zu Platin. Einfach deshalb, weil man auch nur die zwei wichtigsten Terme angibt. Hier jetzt aber gegenüber der Raumtemperatur bei 25 Grad Celsius mit einer konstanten A und einer konstanten B, die jeweils gegenüber 25 Grad hier angegeben werden. Konstante B wieder im quadratischen Term. So ein Grundwiderstand wären ungefähr 1 Kiloohm. Die Konstante A liegt hier im Bereich von 7,88 mal 10 hoch minus 3, 1 pro, hier wird jetzt Kelvin angeben, man könnte auch Grad Celsius hinschreiben. Die Konstante B hat eine Größe von 19,4 mal 10 hoch minus 6, 1 geteilt durch Kelvin Quadrat. Jetzt sieht man hier oben 7,88 Platin, man erinnert sich, das liegt bei 3,9. Das heißt, man hat hier im linearen Bereich schon mal die doppelte Empfindlichkeit wie bei Platin. Man sieht aber auch hier unten, hier steht eine 10 hoch minus 7 und hier steht auch kein 0 davor, sondern eine 19. Das heißt, dieser quadratische Term nimmt erheblich mehr Einfluss. Das heißt, man hat auch eine schlechtere Linearität als bei Platin. Das sind auch die größten zwei Unterschiede. Das heißt, Platin ist weniger empfindlich, aber dafür linearer. So ein Spreading Resistance, der ist etwas empfindlicher, aber dafür weniger linear. Das heißt, der einsetzbare Bereich für einen linearen Betrieb schränkt sich etwas ein. Was hat man wieder für Vorteile? Man kann das hier sehr genau justieren, dotieren, einstellen. Man kann sehr enge Toleranzen erreichen. Man hat aber gute Langzeitstabilität. Das Halbleiterelektronik, die kann man schön verpacken, die kann man schön dicht machen. Man hat einen kleineren Nachteil, man hat einen etwas eingeschränkten Temperaturbereich von minus 40 bis etwa 120, 130 Grad Celsius. Das heißt, zu hohen Temperaturen kann man hier nicht gehen. Für die typischen Messungen im Alltag, sprich Temperaturmessungen von Wasserkochern oder was auch immer, ließe sich sowas natürlich einsetzen, je nachdem, was für einen Anwendungszweck man hier verfolgt.